So, heute zeige ich euch ein Video zu meinem neuen Takeko-Terrarium. Ja, ihr seht ja schon meinen Takeko, der chillt da an seiner Korkwand. Ja, hier habe ich dann auch mal nochmal haufenweise Pflanzen reingetan. Ja, also im letzten, dass es richtig schön grün ist und mit Bambusstäben auch voll wieder. Dass richtig schön viel Fläche zum Klettern entsteht. Dann habe ich hier noch eine Wasserstelle und so Stellen sind so Brei aufschnappern, wie zum Beispiel zusammengequetschte Bananen. Ja, weil Bananen oder so Jelly Belly Zeugs schlabbern die ja gerne, so Geckos. Ja, hier unten hat es jetzt 27,2 Grad und 79% Luftfeuchtigkeit. Weiter oben geht es dann so an die 30 bis 40 Grad. Also, das ist warm genug. Hier, da oben mache ich dann noch eine Neonröhre, eine UV-Lampe, einen 75 Watt Spot und einen 500 Watt Spot. Ja, hier unten habe ich noch ein paar Efeututen, die sich dann hoffentlich noch irgendwann entscheiden, dass sie hier an der Korkwand hochwachsen wollen, dass es auch mal grüner aussieht. Ja, gefüttert wird mein Takeko mit subadulten Heuschrecken, da die sich einfach nicht im Gegensatz zu Heimkind in den Boden eingraben oder da ihre Eier ablegen und somit dazu. Dass das mit dazu führt, dass haufenweise kleine Heimchen rumrennen in mein Zimmer. Ja. Das war's auch schon wieder. Bei Fragen einfach schreiben, ich beantworte es euch.